Tagchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem neuen Video. Ich musste den einen Tag so lachen, wo jemand geschrieben hat, dass das Mikro so eine Einkerbung hatte. Und zwar ist mir das auch schon aufgefallen, wenn ich ein Video durchgucke von mir und man hat dann hier so den schwarzen Teller, dann dachte ich auch schon so, hä, ist mein Kamerafleck da irgendwie größer geworden oder so? Nein, aber ich mache es für euch so angenehm wie möglich mit der Stimme. Ich höre mich selber total laut. Kann sein, dass ich andersrum. Ich höre mich selber kaum, total schwammig. Kann sein, dass ich zu laut rein schreie. So, ihr Lieben, Vorwort. Ihr könnt vorspringen. Ihr müsst euch meins nicht anhören. Aber ich muss jetzt trotzdem so ein bisschen für mich und für meinen Hund in die Bresche springen. Also teilweise war es wirklich sehr respektlos, anstandslos, ja. Wenn ich von mir eine Rechtfertigung für nötig halte und sage, warum ich ein paar Tage weg bin und dann gleichzeitig auch mit dem Tod meines Hundes eine Grippe bekommen habe, warum auch immer, ja, energetisch oder weil es mich völlig weggeboxt hat, spielt gar keine Rolle. Ich wollte weder rumheulen und ich sag auch vorne, bitte reagiert jetzt gar nicht auf mein Intro hier. Das ist wirklich von mir, was da alles kam, ja, dass gegengestellt wurde, wer zu trauern hat und wer nicht. Eher bei Menschen mehr Trauer als bei einem Tier, wo ich mir dachte, so, jetzt reicht's aber langsam. Ich habe niemals in einem Wort gesagt, dass es nicht schlimm wäre, über Menschen zu trauern. Also man wird hier manchmal so dargestellt, als würde ich noch nie Menschen verloren haben. Oder ich kann euch auch sagen, das ist mein zweiter Hund, den ich so lange begleitet habe und kommen wir mal dazu, was für einen bescheuerten Text musste ich jetzt hier wieder lesen. Du wachst auf und denkst dir so, oh, willst du dir den Grütz eigentlich noch geben? Dann kriegst du das nächste. Anstatt auf einer Bewertungsskala, wer wie, wann zu jammern oder zu trauern hat, überlass das bitte mir, ja? Ich habe hier, glaube ich, nicht übertrieben mit meiner Trauer und jeder geht damit anders um. Ich habe bewusst Fotos weggelassen, irgendein Einspieler, bin immer auf die Legung generell eingegangen und habe mich sehr zurückgenommen und habe gesagt, wenn ich mich wohl fühle, dann setze ich mich ran und mache die Kartenlegung für die Menschen, die mir Liebe schenken in den Kommentaren und das sind zum Glück auch zu 98%. Dankeschön an euch. Sehr viele mit Verständnis und mit warmen Worten und mit ehrlichen Worten, sowie auch Dano, herzlichen Dank an jeden Einzelnen, herzlichen Dank. Und was wurde mir angekreidet währenddessen? Also man wüsste gar nicht, wie man vor der Kamera hier sitzen könnte, denn man, und dann fing es an, hat ja vor 4, 5 Jahren seinen Hund verloren. Man weint immer noch, wenn man darüber spricht. Und stellt aber in dem Text aber auch und Mutter und noch jemand auch verloren. Es ist doch schlimm, Lebewesen, Menschen, Tiere zu verlieren, ja? Aber bitte, und deswegen auch meine Funktionsänderung jetzt und wenn mir das von der Zeit her zu intensiv wird, muss ich auch hier die Kommentare überall deaktivieren. Bei aller Liebe, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, aber für den Kram habe ich echt gar keine Zeit mehr. Erstmal ist es so, natürlich triggert einen das, wenn man selbst in der Trauer hängt und muss sich da jeden Tag irgendwie durchlesen. Du trauerst komisch, du kannst da gar nicht trauern, wie kann man über ein Tier trauern? Ja, dann ging es noch weiter mit, ob ich zum Psychologen muss wegen der Fingernägel. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich muss es keinem. Ich trage die weiterhin, weil ich es schön finde. Ganz einfach, da können wir bis in 10 Jahren noch diskutieren, wenn ich es in der Länge noch habe. Aber da kommen dann so dumme Sprüche wieder rein, wo ich mir denke, was ist denn mit einigen auf meinem Kanal los? Ja, ich will die gar nicht hier haben. Ich sag's euch, die so drauf sind, ganz ehrlich, ich will euch gar nicht helfen. Ich sehe es auch gar nicht ein, meine Kraft oder meine Energie für euch, die so einen Scheiß hinterlassen, ob ich mit meinen Fingernägeln Männer, also auch das Wort Männer alleine ermorden möchte oder zu viel Konkurrentinnen im Leben hatte oder arbeitsunwillig, wo ich mir dachte, ach so, geht man mit kurzen Fingernägeln auf dem Bau arbeiten oder was? Also teilweise, ich glaube, man kann sowas gar nicht ernst nehmen und
also was zur Zeit hier reingeschrubbt ist, ey, bei aller Liebe, auch wenn wir hier eine andere Konstellation haben mit den Fischen oder. Irgendwann ist da wirklich mal Schluss und ich glaube, das muss sich keiner geben, ja. Ich habe keine Lust, mir das reinzuziehen. Ich habe auch keine Lust, wie einige auch geschrieben haben, man will so eine negative Energie nicht in den Kommentaren haben, aber ich kann es nicht anders teilen, ja. Ich muss jetzt alle in der Überprüfung lassen, um zu gucken, wen lasse ich frei. Ich lasse natürlich nur die frei und das hat nichts damit zu tun, dass ich hier eine Lobhudelei haben möchte, sondern ich lasse einfach die Kommentare frei, weil es den Grund hat, dass ihr euch untereinander auch helfen könnt, weil ich viele Kommentare immer sehe, wo ihr euch Kraft gebt untereinander. Und das, was mir Kraft gibt, kann ich jedem Einzelnen hier nochmal an letzter Stelle sagen, dass mein Hund abgelebt hat. Mein Hund ist nicht an zu jungen Jahren gestorben oder dem ist irgendein Unfall passiert. Ich sage es hier nochmal ganz klipp und klar, falls ihr da nicht versteht, warum ich hier dran sitze, das ist meine Art der Trauerbewältigung. Mein Hund hätte nichts anderes gewollt. Wir waren zwei flippige Wesen, wo ich geschrien habe und hey, mein Baby und mein kleiner Knuffel. Ich meine, es existieren genug Videos von uns auf meinem Lifestyle-Kanal, wie hier, wo er öfter mal bei war. Und ich habe mir nichts anzukreiden, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, ja? Oder dass ich nicht aufgepasst habe in einem Moment oder dass ich hätte ihn retten können. Dieser Prozess gilt bei mir nicht bei meinem Luis und er ist an Altersschwäche eingeschlafen. Von daher kann ich vielleicht das Ganze auch noch mit einem gewissen Abstand sehen und ja, es tut mir leid, es tut mir natürlich nicht leid, aber ich bin ein Mensch, der sich an den Sachen hochzieht. Es war wunderbar, dass ich mit meinen zwei Hunden, die ich bis zum Tod begleiten durfte, auch einschläfernd unter meiner Hand, ohne Spritze, ohne Qual, wegen Altersschwäche, dass ich das mitnehmen durfte. Es hätte für mich ganz anders ausgehen können, ja? Eine Entscheidung zu treffen, lasse ich jemanden gehen? Natürlich, wenn man sich quält, aber das waren hier nicht die Fälle. Und vielleicht ist deswegen meine Trauer auch bedingt, in dem Moment, dass es was mit meinem Ego zu tun hat, meine Trauer, ja? Und die muss ich niemandem erklären. Meine Trauer ist ego-bedingt. Ich bin diejenige oder wir sind diejenigen, die damit zu tun haben, nicht ihr. Und natürlich fehlen so eine Abläufe, wo man denkt, man wird langsam beknackt, wenn man nur noch eine Leine nehmen muss. Wenn man nicht mehr diesen kleinen Racker am Hacken hat, ja, der einen stets begleitet. Und bitte, ich bitte euch, keine Kommentare. Ich will es einfach nur für die Eulen mitteilen, die sich nicht im Griff haben. Und einfach nur, weil sie sich mit sich selbst wahrscheinlich in den Situationen oder auch das nicht verstehen, wie man ein Leben danach weiterführen kann. Ja, ist mir unbegreiflich. Natürlich muss das Leben weitergehen. Ich habe auch noch Kinder und mir ist auch bewusst, was ich in diesem Leben habe, um dankbar zu sein und mich jetzt nicht hier 24 Stunden in die Ecke zu kauern, weil ihr seht hier nur 1% von dem Tagesablauf. Und wenn ich mich wohlfühle und der Meinung bin, ich brauche das jetzt, ich muss den Menschen das geben, oder was heißt ich muss, aber ich möchte den Menschen das geben, die auch so ein liebevolles Verständnis haben und denen ich helfen kann, dann ist das wie so eine Verkettung, ja. Da muss ich in der Zeit nicht noch eine weitere Stunde trauern, was ich eh am Tag mache. Aber ich habe auch schon überlegt, ich werde einen Teufel tun, wenn hier nochmal irgendwas passiert, eine Ansage zu geben, um mich hier rechtfertigen zu müssen, wie es in mir aussieht oder was andere für schlimmer empfinden als den Tod meines Hundes. Und dann denke ich mir, ja, aber dann eines Tages wird man dann gefragt, sag mal, wo ist denn dein Hund? Und dann stehst du wahrscheinlich auch, weil man in der Öffentlichkeit ja immer so diesen Stempel kriegt, du musst dir alles gefallen lassen. Nee, auf gar keinen Fall, ja. Respekt, Anstand. Und wenn ihr kein Mitgefühl haben könnt, dann lasst. Dann verschwindet von meinem Kanal, geht irgendwo anders rumrotzen, aber bitte nicht bei mir, weil hier geht es nicht ums Rumrotzen. Oder es geht ja auch nicht um meine Person. Obwohl ich vielleicht selber dran schuld bin, sehr viel Persönliches hier immer mit reinzubringen. Aber das werde ich nicht ändern wegen so ein paar Stinkstiefeln, die erstmal in ihrem Leben oder sich in ihrer Mitte finden müssen. Und jedem Einzelnen natürlich. Ich weiß, Erdbeben sind schlimm, Kriege sind jeden Tag schlimm, nicht nur, weil sie in den Nachrichten kommen. Es gibt genug Kriege, die versteckt sind, die gar nicht gezeigt werden. Es ist schlimm, wenn ihr Menschen verloren habt, mein Beileid, aufrichtiges. Aber das kann man natürlich auch nicht gegenstellen, ja?
jeder hat diesen Bezug zu diesem Menschen oder Tier, was man verloren hat. Und deswegen werde ich das in Zukunft erstmal auf Eis stellen hier. Weil wirklich, es kam also diese unverschämte Sätze, wo ich will es nicht aussprechen, ja, aber ich habe so einen richtigen, nicht Hass, aber so eine richtige Abscheu gefühlt für diese Menschen. Nicht Traurigkeit, weil das wäre verlogen. Ich habe ja keine Bindung zu diesen Menschen. Aber diese Abscheu, wie man merkt, ah, da will jemand nochmal reintreten, nachdrücken. Weil es dir schlecht geht, musst du mir nochmal reintreten, weil du es nicht verträgst, wie man sich unter Kontrolle haben kann. Und während der Trauer, weil du damit anders umgegangen bist oder heute noch nicht klarkommst, mir reinzuschieben, ich hätte dein Gefühl anzunehmen, damit du eine Ebene bekommst von Zufriedenheit, nur Leute anzugucken, die selbst leiden, ne? Und sorry, da geht mein Verständnis zu weit, ja? Ich habe für jeden Verständnis. Und natürlich gibt es natürlich Abstriche, ja? Aber ich muss jetzt hier nicht sagen, mein Gott, ich heule wegen meiner Omi, die im Himmel ist, ich heule wegen meinem Hund. Ja, wo hat's denn mehr weh getan? Also, sag mal, ist doch absurd, ja? Trauer ist Trauer, Schmerz ist Schmerz. Natürlich gibt's da Differenzen. Aber ich lasse mir durch so eine Kommentare gerade jetzt so in der Phase nicht mehr meine Würde ankratzen, ja? Und dafür ist das Thema für mich erledigt. Das ist jetzt so der zweite Versuch, den ich hier starte. Ansonsten, wenn das nicht aufhört und ich merke wirklich, ich habe dafür keine Zeit mehr, im Hintergrund jetzt auch noch Sekretärin zu spielen für Leute, die nicht klarkommen, die sich immer wieder einen neuen Account machen, um reinzukacken, ja? Habe ich nicht die Zeit, dann muss ich leider die Kommentare deaktivieren, nur dass ihr Bescheid wisst. Und dann ist es einfach so, dann habe ich da auch keine Handhabe mehr. Dann könnt ihr euch bei den Leuten bedanken, die wirklich sehr lange mit ihrem Frust schon unterwegs sind. Aber ich habe leider die Zeit dafür nicht. Und das tut mir dann wirklich von Herzen weh. Aber ich muss ja irgendwie hier eine Kontrolle reinkriegen, weil viele geschrieben haben, das passt denen auch nicht. Ich sollte die löschen, die Kommentare. Und ja, ich kann euch das sagen, damit ihr das so ein bisschen versteht. Ich sitze oder kriege nur in meinem Background die Kommentare rein, die neu sind. Alles, was dazukommt an Antworten von euch oder von anderen, wenn ich diesen Kommentar genehmigt habe, ich müsste jedes Mal auf das verdammte Video gehen, um zu gucken, hat da jemand noch was hinzugeschrieben. Ich kann doch nicht ich habe die Zeit dafür nicht. Ich kriege das sozusagen nicht hinten angezeigt, dass wieder ein neuer Kommentar unter diesem Kommentar kam, ja? Das ist wie so ein Fluss, der für euch sichtbar ist im Video, wenn ihr das Video anklickt. Aber ich müsste jedes Mal dieses Video anklicken und die ganzen Kommentare durchgucken. Das heißt, ich sehe wirklich nur den ersten Kommentar oder den neu geschriebenen Kommentar, den ich dann freigebe. Und alles, was danach passiert, ist dann bringt einen dann ins Rollen, ja. Ich habe da keine Zeit für den ganzen Kontakt ewig zu verfolgen und zu prüfen und schaffe ich nicht. Und das war auch nicht der Sinn und Zweck der Aufgabe hier, ihr Lieben. So, jetzt aber für alle, die bis hierhin gesprungen sind, ihr kriegt meine Liebe, ihr kriegt die Herzen. Was ich noch sagen muss, ja, wen ich ja auch noch, also ihr kennt Dano mittlerweile. Ich kann jetzt nur die nennen, die ich ab und zu schaue vom Zeitfeeling. Aber ich möchte, weil sie es auch verdient hat und ich weiß gar nicht, in den Anfängen, ich habe gar nicht geachtet, wie lange sie jetzt da schon drauf ist, Ariane, Milo oder Ariane, Milo, das ist ja auch eine Süße. Also der Input von ihr ist ja so genial, ihre Kartenauslesung. Für mich ist sie, wenn ich sie sehe, auch so was Besonderes. Ja, also geht da mal gerne gucken. Ariane, Milo, glaube ich. Ja, eine total Süße. Also da muss ich auch immer grinsen. Ab und zu gucke ich immer rein in die Steinbocklegung. Und ich finde, sie hat auch so eine einzigartige Auffassung, Gabe. Für mich verkörpert sie genauso ein kleines Engelchen, ja. Ihr wisst, ich gucke auch Dano total gerne. Also Dano
intuitiv. Ich glaube, Dano Tarot war mal sein oder ist sein Ad-Name. Also es ist durch YouTube manchmal irgendwie ein bisschen schlecht zu sehen. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele, ja. Immer wieder mal werde ich vielleicht so ein paar reinschmeißen, aber das ist ja auch eine Empfindungssache, ja. Aber das war mir jetzt auch nochmal wichtig, jemanden zu nennen, der so in den Startlöchern steht und vielleicht durch YouTube so ein bisschen untergeht. So, bin fertig. Ich klatsche jetzt ab und alle anderen Kollegen, denke ich, seid oder kennt ihr, sind auch schon viel, viel länger da. Und ja, Friede, Freude, Eierkuchen, Probleme kann man woanders suchen. Muss ich einfach mal dazu sagen. So, 15 Minuten haben wir gequatscht. Wir gehen rein und ich mache es alles mit Luis, für Luis, der auch oft hier am Tisch saß oder in meinem Zimmer war. Und er weiß, ich bin mir ganz sicher, er ist irgendwo bei mir, ja. So, das war ja auch so der Raum, wo er sehr oft drin war. Starten wir, ihr Lieben. Was könnte euch jetzt weiterhelfen? Positives wie Negatives bitte in diesem Video drin lassen. Ansonsten das Video verlassen. Solltet ihr hier nicht eine Resonanz spüren oder nicht eure Situation, dann das Video verlassen. Nichts Positives und Negatives mitnehmen, sondern alles hier im Video drin lassen. Bedanke mich auch für die nervende Werbung, ihr Lieben. Hupala. Was ist für dich heute wichtig? Wichtig. So redet aber nicht in Berliner. Wichtig. Was ist für dich schon heute wichtig? Werden wir mal gucken, welche Karte hier rausfliegt. Ah? So. Was fliegt denn heute Schönes? Ich muss mich selber so ein bisschen hochpushen. Ich will nicht mehr trauern. Was haben wir? Ach, nur Lebensfreude. Danke. Danke. Lebensfreude. Mit der 9. Also Quersumme 9, 36. Lebensfreude. Ja, bei allem Scheiß, den man durchmacht, bei aller Scheiße, die wir durchmachen, wo wir gezwungen werden, alleine schon negative Schwingungen hier auf der Welt zu erleben, trotzdem die Lebensfreude nicht verlieren, gönnen können, dir gönnen, ja? Lebensfreude, nur du kannst dich an dieser Lebensfreude bereichern. Mann, ich danke doch. Ja. Oh, dafür gibt es immer einen extra Klopper hier. Ich sag euch, deswegen liebe ich die Karten. Nicht, weil es für mich eine Legung ist, aber es passt dann immer zu diesem Geblubber, ja? Da kommt dann wieder meine Mäßigkeit ins Spiel. Oh, mein Sohn wird auch krank. Wir haben hier 2 der Stäbe. Entscheidung, es geht hier um Entscheidungen. Vielleicht gibt es hier Entscheidungen zu treffen, die deine Lebensfreude hier beeinflusst haben. Aber meistens geht auch immer damit einher, dass du deine Lebensfreude durch die nächste neue Tür sozusagen erkennen kannst. Natürlich kann ein Abschnitt wehtun, wenn man entschieden wurde oder du entscheiden musstest. Aber du hast auch hier, die Entscheidung ist getroffen, ja, wenn man es mal so hart nimmt. Und vielleicht bist du hier in einer Ebene drin, die dir so langsam den Gedanken öffnet, wo bekomme ich jetzt hier die Lebensfreude? Das war es noch nicht, ja. Das kann es ja auch nicht gewesen sein, dass man für mich mal wieder entscheidet, dass ich entscheide, keine Lebensfreude erhalten zu dürfen, dass ich hier eine Entscheidung getroffen habe, dass ich entschieden wurde von jemandem. Ist es der Sinn? Nein, du sollst erkennen, dass hier Lebensfreude da ist. Und du kannst dafür da sein, dir die Lebensfreude zu erschaffen, ja, zu erhalten, wieder zurückzuholen. Dich an den Sachen, wie ich es so oft sage, erfreuen. So, oh, ach nö, nicht schon wieder. Oh Gott. Und dann auch noch hier. Ding dong. So sieht's aus. Die Entscheidung, ja? Die Lebensfreude. Guckt euch diese Karte an. Du stehst jetzt hier, hast vielleicht neue Ziele vor Augen oder bist hier total noch in Erwartungshaltung, aber das wartet, ja, dieses Schöne. Das wartet. Du kannst hier ein Ziel erkennen.
da wartet ein Ziel auf dich nach dieser Entscheidung, egal wie sie ausgefallen ist. Für dich gibt es hier die Erlösung. Du wirst hier, egal was passiert ist, erkennen, vielleicht auch ein bisschen warten, vielleicht auch ein bisschen deine Gedanken hier wieder ordnen. Wir sind ja in der Kopflinie drin. Wie geht's für mich weiter? Könnte sehr zerrend sein, ja, auch mental sehr straff an deinem Hirn ziehen, sage ich mal so, dass es dich körperlich so ein bisschen schwächt, aber auch mental. Trotzdem, du hast hier definitiv nicht aufgegeben. Du siehst hier in das Weite. Du bist hier sozusagen auf der Suche nach der Lebensfreude. Wie geht es für dich weiter? Wie kann es für dich hier weitergehen, damit du wieder das Schöne siehst? Ja, du erschaffst hier so eine richtig schöne Klarsicht und es wird belohnt mit dem, wo du sagst, ich bin hier endlich mal wieder angekommen. Ich spüre hier endlich mal wieder ein bisschen Licht, ja. Ich sehe hier wirklich mal wieder ein bisschen Licht in dem, wo ich hier ewig stand. Entweder Erwartung, entweder hier ging nichts vorwärts. Du hast hier gefühlt, dass du hier ewig stehst und hier passiert einfach nichts, ja. Dieses ewige, wann kommt jemand, wo gehöre ich hin, was passiert hier. Das könnte auch so eine Ansage sein, du hast hier ewig, für dich fühlend ewig, irgendwo gestanden und nicht gewusst, wann wirst du abgeholt. Weil du hier nicht das klare Ziel vor Augen hast. Ja, das ist hier schon fast wie mit so einem Überraschungsei zu vergleichen. Aber jetzt nimmst du das auf. Du hast dir verstanden, diese Entscheidung, egal ob sie schmerzhaft war oder richtig war, also richtig, sie ist immer richtig, auch wenn sie schmerzhaft war, so meine ich das. Du kommst hier jetzt rein zu erkennen, wofür war das eigentlich? War das vielleicht auch meine Befreiung? War das vielleicht auch das, wo ich sonst nie hingekommen wäre und würde hier noch ewige Jahre stehen und nach dem suchen. Aber hier kommt so dein Sinn, ja? Weil wir haben hier den Hierophanten. Die Erkenntnisse haben vielleicht für eine gewisse Dauer nicht ausgereicht, die jetzt hinzukommen. Durch deine ganzen gesammelten Botschaften, die du hier bekommen hast in diesem Zeitraum, mit der Situation, womit es zu tun hat, alle Prozesse, die hier passiert sind, hoch sowie tiefs, haben dir hier gezeigt, für was sich der Weg gelohnt hat. Du, am Ende des Tages wirst du hier mit dem Hierophanten, Entschuldigung, mit dem Hierophanten einfach eine Sichtweise bekommen, dass du, ich weiß nicht, warum ich immer Schluck aufkriege, das ist ganz komisch zurzeit, eine Erkenntnis bekommst, was ist hier passiert? Habe ich mich verloren? Warum ist die Stabilität hier irgendwo gebrochen? Warum hast du dich hier an dieser Stelle nicht sicher fühlen können? Vielleicht hat dir auch so eine Art Auffangstation gefehlt. Du hast sehr viel mit dir alleine hier durchmachen müssen. Aber es ist wunderschön auf meinem Tisch. Die Entscheidung war richtig. Du wirst dadurch noch weiter gucken. Vielleicht hast du vorher nur so eine Wand vorgehabt, ja? Hier wird der Horizont einfach erweitert, auch deine höhere Perspektive zum Denken. Das sieht gut aus, denn am Ende des Tages wirst du hier erkennen, mein Gott, für was waren hier eigentlich wichtige Schritte gut zu erleben, erleben zu dürfen, Schönes wie Negatives, ja? Und mit dieser Erkenntnis verabschiedest du dich und gehst hier, habe ich das Gefühl, in die neue Richtung. Oha, ja, in die neue Richtung. Oh, doppelt abgesichert, ja. Wir haben hier Ritter und König der Schwerter. Du hast hier das Gefühl, du hast jemand mitgeteilt, auf was für eine Art und Weise auch immer, ob mental oder wirklich verbal. Das Ding hat gesessen. Hier gab es einen Machtkampf, hier durfte jeder sagen, was er möchte. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du würdest gerne nochmal hier so eine Ankündigung machen. Aber ich sehe dich ganz klar als Ritter der Schwerter. Ritter sind ja alle in der Form für mich irgendwie immer fühlend, als manchmal sehr provokativ, frech, mit Druck, ja. Und hier wird jemand wahrscheinlich etwas höher über dich entschieden haben, wo du dir gedacht hast, krass, ja, oder was bildet sich dieser Mensch ein? Auf jeden Fall gab es hier irgendwie auch klare Ansagen von jemandem, dem du
aber auch sehr oft mitteilen konntest, so funktioniert es nicht, so möchtest du auch nicht denken und du provozierst hier. Du hast hier vielleicht auch sehr provozierend mal gehandelt, um diesen König der Schwerter, der dein Gegenüber darstellt, aus den Reserven locken zu müssen. Anders ging es vielleicht auch hier schon gar nicht mehr. Aber das ist so diese Erkenntnis, ja, was war das hier für euch? Um diese Erkenntnis geht es. Es war vielleicht schon lange nicht mehr ein freundliches Miteinander, eine Kommunikation der liebevollen Art auf das gegenseitige, respektvolle Umgehen, sondern hier war das, du musstest dich hier wehren und brauchtest Antworten, hast sie vielleicht auch sehr überschießend reagiert, was für dich aber sehr wichtig war. Ansonsten wärst du hier gegen diese Antworten oder gegen diese geistige Person, ja, sehr geistig unterwegs, also nicht als Geist, sondern, ja, vielleicht hat die euch auch manchmal Angst gemacht, ja, kann auch sein, aber hier hat sehr viel jemand mit strukturiertem Handeln dich versucht zu übertrumpfen, oftmals die Leitung übernommen und dann war dieser Prozess einfach von dir nur noch möglich, provozieren, nach Antworten bitten, betteln, auf einer etwas stürmerischen Art, auf einer Art, wo du empfunden hast, das brauche ich jetzt, also gib mir bitte die Antwort. Das lief hier wahrscheinlich aus dem Ruder, ja, und hier musste sich jemand gegen dich stellen, weil man sich das natürlich auch nicht, ich möchte nicht sagen, bieten lassen hat, aber hier hat jemand einfach immer versucht, über dich mitzubestimmen, sich über dich hinwegzusetzen und irgendwann hast du ja erkannt, so sag mal, du spinnst doch, ja? Also mein verbaler Flitz hier wieder, du spinnst doch, kannst du mit jemand anderem machen? Oder ich habe hier auch keine Geduld mehr, mich hier ständig dahin stellen zu lassen oder so behandeln zu lassen. Das war hier so ein kleiner Konkurrenzkampf oder eventuell auch großer, wo jeder eine andere Ansicht hatte auf eine andere Art und Weise, diese auch zu transportieren. Also das war hier nicht so einheitlich gleich, ja. Sehr viel Unfaires hast du hier in dieser Phase oder in diesem Zeitrahmen erlebt. Aber die Karte oder das Arkanum der Hierophant fördert die Erkenntnisse zu sagen, darauf hast du eigentlich auch gar keinen Bock, dich mit Sachen auseinanderzusetzen, die es jedes Mal auch einen Stressinput in dir auslösen, ja? Weil Ritter der Schwerter ist ja wirklich so, also jetzt reicht's, ich habe lange genug zurückgesteckt. Du fängst immer an, über mich zu bestimmen. Du machst, was dir recht ist, aber du fühltest dich hier in etlichen Phasen einfach unterdrückt und brauchtest diese Energie vom Ritter der Schwerter, um hier mithalten zu dürfen. Ziehst du irgendwann nicht mehr ein, ja? Weil irgendwann ist ja auch mal das Pferd, stellvertretend für den Reiter, müde. Irgendwann kann es nur noch traben, ja? Also da ist keine Energie mehr drin. Und die hast du eben dort in dieser Phase gelassen und rausgeschossen, um hier Erkenntnisse oder auch Lösungen zu bekommen, die dir vielleicht bis heute noch untersagt wurden, ja? Vielleicht bist du immer noch an so einer Stelle, wo du dir sagst, so, naja, komm, ist mir eigentlich jetzt mittlerweile egal, warum was so gekommen ist, wenn derjenige meint, er müsste immer über mich regieren oder immer über mich bestimmen. Hier wirst du mitkriegen, das mache ich nicht mehr mit. Oder du hast schon die Erkenntnis bekommen, das ging ja wirklich nur um eine Art Machtkampf ständig. Vielleicht brauchen wir jetzt auch gerade mal diese Pause zueinander, um zu erkennen, wo haben wir uns verfahren, wo kommen wir da wieder raus. Und da ist für dich einfach die Lebensfreude an erster Stelle. In deinem Herzen kommt die Frage, wer bin ich, mit der 44 Quersumme 8. Perfekt. Ich schleudere es wieder raus, ja. Mit diesem Ritter der Schwerter. Sag mal, wer bin ich denn für dich eigentlich? Dass du immer meinst, du musst über mich bestimmen. Und das ist hier zurzeit eine ganz, ganz große Frage, die du dir im Herzen stellst. Vielleicht hat das auch nicht nur was mit deinem Gegenüber zu tun, sondern auch mit dir selber, falls es hier kein Gegenüber gibt. Wer bist du eigentlich? Wo möchtest du hin?
was möchtest du ändern in Zukunft für dich? Wie fühlst du? Du machst dir hier wahrscheinlich auch oftmals Gedanken, ist es überhaupt richtig, was du fühlst? Gehört das zum Teil Liebe? Gehört das zum Teil Respekt? Gehört das zum Teil Mitgefühl? Was ist das, ja? Wer bist du hier eigentlich? Wo willst du hin? Kannst du auf dich stolz sein? Das ist so ein richtiger Haltestopp, um in dich zu gehen und mit dir eins zu werden, dich zu hinterfragen, wer bin ich, was will ich, sag ich dir stellvertretend. Du kannst dich hier auch von alten Mustern loslösen. Wir haben im Herzen, ja, und die Frage stellt sich mir ganz stark, wer bin ich? Vielleicht auch, wer bin ich für diesen gewesen, dass ich hier jedes Mal in dieser Trauer hänge oder nach Altem hinterherhänge? Warum wurde ich abgelehnt? Warum spüre ich denn gedankengesteuert immer dieses Ablehnungsgefühl? Warum lenkt mich im Herzen dieses Thema immer wieder dahin, dass zu erleben, was mir nicht gut tut, statt umgekehrt, ja? Warum stellen wir nicht die drei Kelche mal nach oben und gucken uns an, was schön war? Was bin ich? Wer bin ich? Ich muss doch hier mal raus und erkennen, was möchte ich denn für mich zur Erkenntnis bringen? Im Kopf klappt es ja schon ganz gut, aber ist es hier sinnvoll, immer sich an die negativen Sachen zu erinnern, sich dort festzuhalten, den Kummer immer wieder im Herzen einzusperren und leben lassen zu dürfen? Nein. Du hältst bestimmt von dir auch eher das, dass du eine starke Person sein möchtest oder bist. Und da geht die Reise hin. Wer bin ich? Ja, dir die Frage oftmals zu stellen, wer bin ich eigentlich für, dass man mich nicht haben möchte im Beruf? Wer bin ich, dass man mich mobbt? Wer bin ich, dass man mit mir so umgeht? Wer bin ich, dass ich hier so mich völlig verloren fühle und vielleicht auch gar keinen Platz mehr für schöne Emotionen habe? Das ist so eine ganz entscheidende Frage, die dich hier belastet. Wer bin ich? Auf eine unterschiedliche Frage, Art und Weise könntest du dir hier stellen. Wirklich aus Enttäuschung? Was oder wer bin ich eigentlich? Dein Kasper und eben auch für dich. Was bist du für dich? Nochmal in die Tiefe gehen. Und das machst du ja auch mit dem Arkanum der Gehängte. Hier tauchst du nochmal ab und du tauchst wirklich sehr tief, sehr deep in deine Linie rein. Wer bin ich? Hier wird nochmal alles durchgemischt, ja, alles auf den Kopf gestellt. Vielleicht alles, was auf dem Kopf steht, musst du dir jetzt hier nochmal zusammenpuzzeln. Was war das? Was ist das? Gehört das Gefühl dorthin? Mache ich mir was vor? Auch hier wieder, wer bin ich? Tut es mir weh, weil ich es nicht haben kann? Würde es mir leichter gehen, wenn ich sage, ich lasse dich ziehen? Wer bin ich? Ich weiß, was ich bin. Wenn du nicht mit mir sein möchtest oder mich akzeptierst, wie ich bin, dann muss ich lernen zu sagen, dann geh. Aber lass mich hier nicht in dem Gedanken. Ich habe noch genug, was ich für mich hier auf dem oder auf meinem Lebensweg gerne sehen möchte. Hier ist noch nicht alles ausgeschöpft, ja. Ich muss aber wieder alles ins Fließen bringen. Da machst du dir jetzt hier die Gedanken. Nochmal so Pause, Stopp, aushängen. Wie oft wurdest du hier hängen gelassen? Könnten auch so Angaben sein. Wie oft hat man dich hier hängen gelassen in diesem Prozess? Wie oft durftest du hier nicht handeln? Das könnte auch so deine Energie sein, wo du jetzt merkst, nö, möchtest du eigentlich jetzt nicht mehr so erleben. Dieses Abstellen, vielleicht kommt jemand nicht wieder. Eigentlich wäre doch mal wichtig, hier selbst für sich zu entscheiden. Du, hab mich jetzt ausgehangen, kann schon gar nicht mehr hängen. Mir ist alles bewusst geworden, dadurch, dass er endlich mal die Schwerkraft auch in den Kopf fließt, ja? Der Kopf hängt jetzt unten. Und bitte, alle möglichst sinnvollen Emotionen, Gedanken hier in dieser kurzen Ruhepause, wer bin ich, reinschütten. Das kommt schwer in den Kopf rein, ja? Hier passiert was, hier arbeitet was. Und guck mal, du fängst jetzt auch an, dich dagegen zu wehren, in den schweren Prozessen, die schweren Zeiten, die immer wieder hochkommen, für dich zu sagen mit dem Arkanum Mond und 5 der Stäbe, nein, ich wehre mich jetzt dagegen.
ich wehre mich jetzt gegen das ganze Schwere, möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr diese schwere Energie hier als Schwingung haben. Der Tag kommt aber auch bald wieder. Das ist so eine Art Vorbereitung. Du fängst hier an, im Herzen wirklich zu verstehen, das war zu schwer, das bekämpfe ich, ja. Dagegen kämpfe ich an, gegen diese schweren Gedanken, Sehnsucht, Verlust, alles, was hier passiert in diesem Prozess, alles, was hochkommt, was du hier in dieser Energie hier spürst, in deinem Kopf, alles, was sich sammelt, wird jetzt aussortiert und wird bekämpft. Von dir wirklich bekämpft. Manche sind unterschiedlicher Ansicht, aber ich denke auch, der Mond gehört dem Sternzeichen Krebs oftmals. Manchmal liest man auch Fische. Manchmal macht mich das selber ein bisschen nervös, jeder so, wie er es gelernt hat. Aber für mich ist das eben auch diese Krebsenergie, diese sehr weich fließende, sentimentale, sensible Art, die ein Krebs ja auch hier haben kann. Oftmals natürlich auch rückwärts läuft, um nochmal zu verarbeiten und dann, wenn der Tag kommt, ja, dieser Zyklus startet ja trotzdem neu. Aber du fängst hier an, bevor der Tag kommt, Abwehr, ja, du bekämpfst hier richtig dein Leid und sagst dir, nö, wozu, ja? Ach so, nee, das war ja, ich dachte, da ist noch eine geflippt. Was haben wir in der Tendenz? Gucken wir mal eure Tendenz. Wie wird sich das ganze Blatt lösen? Ah ja, ah ja, ah ja. Wir haben den Wagen mit der 7, wir haben 8 der Stäbe und wir haben 8 der Münzen. Woo! Hatten wir nicht bei Lebensfreude 8? Mit der 44, Quersumme 8. Wer bin ich? Ich sag dir genau, wer du bist. Du bist jemand, der sich jetzt einen neuen Weg sucht. Könnte auch die Zwillingsenergie sein, ne? Auch unterschiedlich, Vorsicht. Du bist hier jemand, der sich einen neuen Weg sucht. In der Zukunft. Wie geht's dir besser? Das ist vorrangig, ja? Das ist das, was zählt. Wer bin ich? Ich werde es merken, ich werde es sehen. Das, was ich bin oder wer ich bin, erkenne ich ja auch nur, wenn ich hier meinen Weg gefunden habe. Ob den wieder andere befürworten oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Behalte dich hier in deinem Sein für dich, ja? Natürlich auch immer wieder erneuern, das ist ganz wichtig. Aber in der Hauptthematik suchst du dir deinen Weg und nicht den Weg, den anderen gefällt oder der anderen gefallen würde. Und da bist du felsenfest drin. Das wird irgendwie auch sehr schlagartig hier passieren, dass du hier in die Erlösung schon fast kommst, zu sagen, komm, reicht mir jetzt. Ich weiß, was ich möchte, wer ich bin. Hier muss es ein anderes Ziel für mich geben. Ich schlage hier einen neuen Weg ein mit einer vielleicht auch neuen Erkenntnis. Da kommt richtig Stärke rein. Da hast du schon fast gar keine Chance, dich gegen zu wehren, weil das immer mehr reinkommt, diese Power, diese Kraftenergie, die dir sagt, komm, probier einfach mal. Wenn nicht jetzt, wann dann, ja? Such dir deinen Weg. Du machst das schon alles richtig, instinktiv, wenn du auf dich hörst. Ist dein Weg, den du hier, egal mit welcher Entscheidung, ja? Ob zurückgehen, ob warten, ob hoffen, ob neu voran, für dich selbst neu wachsen. Wenn das so sein muss, ist das für dich die richtige Entscheidung, dein richtiger Weg, egal wer da reinquatscht. Und es wird hier auch mit dem Hierophanten für mich gleichsetzend, wirst du hier sehr viel daraus lernen, weil du sehr viel dafür gemacht hast. Du hast dir sehr viel Zeit gelassen für den neuen Prozess, für den Neubeginn. Du wirst hier sehr viel an dir wachsen, sehr viel mitnehmen. Auch das alles gegenstellen, ja, Mensch, was habe ich hier schon geleistet? Was habe ich hier erkannt? Jetzt hat alles wieder einen Sinn. Meinen Weg zu bestreiten, habe ich hier erkannt, wofür das für mich wichtig war. Oder für dich demnach wichtig war, ja. Ich rede immer so für euch. 8 der Münzen, eine Leistung, eine Hochleistung, die du hier geschafft hast. Oder die auch nochmal sein muss für dich, um hier zu erkennen, ist das mein richtiger Weg? Ja oder nein? Kannst du dich gar nicht gegen wehren. Das muss sein. Egal ob negativ oder positiv ausgehend, dieser Weg muss sein, damit du hier in die Erkenntnis kommst und dir
durch deine Leistung selber auch sagst, ja, das war richtig oder nein, ich habe zu viel gemacht, ich habe hier zu viel geleistet, ich gehe hier nochmal. Das bleibt dir, ja, diese Frage, wer bin ich, wirst du definitiv auf jeden Fall hier auf meinem Tisch zur heutigen Legung auflösen. Wir haben heute den Dienstag voll, weil ich hatte ja in der Nacht gelegt, ihr Lieben. So, solltet ihr es mit einem Gegenüber zu tun haben oder wissen wollen, was kommt, was ist, was könnte sein. Nicht jeder rennt ja hier jemanden hinterher, wo man hofft und wartet, was mit der Liebe des Liebespartners zu tun hat, sondern familiär, freundschaftlich, Hobby, Job, Änderung im Leben. Deine allgemeine Situation oder dieser jemand wird geprüft. Könnt ihr schon raten? Ich glaube, ihr hattet beide zur gleichen Zeit die gleichen Probleme, den gleichen Mangel. Habt ihr den gleichen Mangel erkannt? Lebensfreude mit der Quersumme 8. Habt ihr euch beiden hier aufgezeigt, was euch fehlt zu einer gewissen Zeit? Habt ihr hier gemerkt, hier wurde irgendwas schwer? Habt ihr durch euch beide vielleicht auch erkannt, was es heißt, Lebensfreude zu haben? Was ihr, wo ihr zusammen wart, vielleicht nicht bewusst ausleben konntet, nur in getrennter Version jetzt versteht, wir haben uns aufgezeigt, wo unser Mangel ist, gegenseitig. Wir haben es jetzt beide verdient, die Lebensfreude zu kriegen, leben zu dürfen. Hier wird man Altes ablösen, wir haben das Gericht, Erkennung das Gericht. Hier muss eine Erneuerung her. Hier müssen Altlasten abgetragen werden oder Altes muss verlassen werden. Generell hier muss irgendwas Neues begonnen werden. Ja? Hier sieht man sich im Kopf dazu verpflichtet, einen Rundumschlag zu machen, ein neues Denken, neue Sichtweisen werden hier auch hinzukommen. Hier wird man sich verabschieden von alten Dingen oder von der Vergangenheit mit dir. Ist jetzt vielleicht nicht gerade so schön, was ich hier sage, aber man macht hier einen radikal, ja, weil es weh tut, ja, weil es drückt. Man hat hier Erinnerungen an dich, es tut weh und man sieht sich hier so in der Befreiungslinie, man muss jetzt hier abschließen. Vielleicht merkst du das auch extrem und ja, ihr wisst ja, wir sind hier nicht unbedingt auf den, oder ihr seid hier nicht auf dem Kartenkanal, dass ich euch sage, hier kommt jemand wieder. Bei mir liegt hier jemand, der möchte, weil es ihn mental beschäftigt, ja, abschließen. Erinnerungen sind schmerzlich, dein Verlust ist schmerzlich. Man möchte das aber hier, ja, guckt mal, das schmerzt, ja. Hier fühlt jemand richtig mit euch, im Kopf aber. Das ist so dieses, man sieht dich als wahrhaftig leidenschaftliche Person, liebenswerte Person. Man fühlt das. Man fühlt das richtig mit, wie du warst. Man hat hier deine Leidenschaft, deine Festigkeit, die man in dir erlebt hat, wo man dich kennengelernt hat, in Erinnerung mitgenommen, als ob man das auch braucht, als ob man das an dir bewundert hat, dieses oftmals sehr ruhige, zuversichtliche, vertrauensvolle, auch sehr eine sinnliche Person, ja, wenn es jetzt mit Liebe zu tun hat, Herzensmensch, wirklich Liebe und nicht familiär, einen sehr starken Eindruck hinterlassen in Sachen Ausdruck, Sinnlichkeit, all sowas, ja. Und man hat das Gefühl, man muss sich davon hier verabschieden. Wir klären es gleich auf, man muss sich hier verabschieden. Es tut demjenigen weh, wenn man an dich denkt und man hat das auch haargenau im Kopf, die ganzen Abläufe. Irgendwas ist hier,
irgendwas ist hier immer, jeder hinterlässt etwas, ja, ob man das hören möchte oder nicht oder ob man daran nicht glaubt. Wenn ihr Kontakt mit jemandem hattet und eine Trennung erfolgt oder so ein Abstand, man hinterlässt immer irgendwas irgendwie. Und das hast du hinterlassen. Hier kommt auch die Power, ja. Und hier haben wir auch sehr dual mal wieder liegend das Ganze, was du in deinem Herzen hattest, passiert jetzt hier im Kopf. Das, was in deinem Herz passiert, passiert bei demjenigen im Kopf. Hier muss sich jemand davon verabschieden. Hier tut es jemandem in Erinnerung genauso weh. Ja? Hier wird man schon fast ständig damit begleitet, dass man eventuell auch den Schlussstrich gezogen hat, zu sagen, oh nee, ist mir zu verwirrend. Irgendwie kann ich das ja alles nicht einschätzen. Ich muss mich befreien. Hier hat man eine Gefangenschaft im Kopf. Hier ist man stark belastet und zieht sich zurück, bekämpft das im Kopf, was weh tut, wo man sich vielleicht auch bewusst geworden ist, so funktioniert es gerade nicht in dieser Zeit. Du hast mir sehr viel an Wärme, an Leidenschaft, an Vertrauen mitgegeben, dass Liebe noch existiert, ja? Das weiß dieser Mensch im Kopf. Wir gucken gleich mal, was wirklich im Herzen los ist. Aber man muss sich dagegen wehren und hat sich hier zurückgezogen. Man wehrt sich wie du. Nur, dass man sich hier im Rückzug befindet. Das könnte gut sein, dass hier eine Person liegt, die sehr stark sich von dir kommunikativ verabschiedet hat, abgekapselt hat. Man möchte hier nicht kommunizieren. Man hat mit dem Eremiten sich zurückgezogen, um seine Ruhe zu finden, um schon fast zu verarbeiten, was stelltest du im Leben dar. Wie immer, ja, gibt ja auch gar keine andere Möglichkeit, wenn eine Problematik da ist. Man geht in sich und versucht zu verstehen, bekämpft aber jetzt auch den Mond, den ihr beide hattet, mit diesem, oh, das drückt, ja. Und man musste sich, weil das drückt, weil man hier vielleicht keine Antworten mehr gefunden hat auf die Logik. Und ihr wisst, bei euch war das König der Schwerter. Hier ist man selber zum ersten Mal so vor dieser Entscheidung gewesen, was habe ich entschieden? Was muss ich entscheiden? Also hier will jemand radikal vom Gedanken her schon in die Klarheit kommen, die einem hier noch fehlt, weil man ist hier im Kopf nach Lösungsansätzen suchen mit dem Eremiten. Man braucht hier gerade die Ruhe, den Rückzug, um zu erkennen, was hast du hinterlassen, was war das zwischen uns. Aber sehr viel Weiches hast du bei deinem Gegenüber hier im Kopf hinterlassen. Wir gucken mal im Herzen. Entschuldigung, warum das hier so brennt. Wir haben die innere Stärke, die 21 Quersumme 3. Hier sucht jemand ebenfalls die innere Stärke. Hier weiß man vielleicht, mein Gott, im Kopf habe ich alles gesehen, im Kopf hatte ich alles zur Erkenntnis, ja? Man war sich hier vielleicht auch oft bewusst und dann kam so eine Phase, das Unbewusste kam hoch. Jetzt ist man hier auf der Innenschau in sich selbst. Was fühlt man überhaupt? Weil du hast den Kopf besetzt. Was immer auch hier zwischen euch passiert ist, der Kopf ist besetzt an eine wunderschöne Königin der Kelche. Ja? Ihr hattet einen sehr weichen Fluss mal. Und dieser weiche Fluss ist der Hauptpunkt, dem dein Gegenüber hier noch im Kopf drin schwirrt. Bei aller Liebe, wo ihr euch vielleicht etliche Male hättet die Birne einkloppen können vor Diskussion oder vor Unarten, die man nicht macht, Respektlosigkeit. Du hast aber hier diese Energie bei deinem Gegenüber hinterlassen, das Weiche, ja? Dieses, du warst eine Vertrauensperson. Das weiß dieser Mensch. Aber jetzt geht's hier in die Innenschau, um zu gucken, warum oder was war das mit uns? Hier muss sehr viel zwischen euch wehgetan haben. Und gerade bei Menschen, die ja sehr dual ticken und ihren Mangel gegenseitig aufweisen, ist das natürlich für beide eine Reise, die nicht gerade angenehm ist, ja? Wo jeder von jedem enttäuscht ist. Man kann es nicht recht machen. Du kannst es deinem Gegenüber nicht recht machen, leider. Und dein Gegenüber kann es dir nicht recht machen, weil ihr euch zu der Zeit die Spiegel vorgehalten habt
und gemerkt habt, wow. Also hier ist man auch wieder, haben wir den Ritter, der sehr stark einsatzbereite Typ, Mensch oder die Energie, die jetzt kommt und sagt, mach mal. Es muss hier was getan werden, es muss was passieren. Dessen ist man sich hier bewusst. Hier arbeitet was ganz schön, ja, sehr stark. Hier arbeitet mal sehr überschwinglich und dann vielleicht auch wieder so, aber man holt sich hier so den Impuls, hier muss jetzt irgendwas gemacht werden, hier muss ich jetzt irgendwas verändern, irgendwas möchte ich umsetzen, was soll man denn hier umsetzen, wonach ist man denn hier auf der Suche in der Innenschau, wahrscheinlich zu verstehen, was waren das für Gefühle, waren das Gefühle, war das Liebe, war das echte Liebe, ist das vielleicht nur, was warst du für ein besonderes Wesen, ja? Stellt man sich die Frage, warum hat man dich im Kopf? Ja, mit Ruhe. Auch hier wurde man in die Knie gezwungen, Ruhe zu benutzen. Nur mit diesen Antworten. Das ist so ein Ding wie drauf los und Pause machen. Innenschau. Wirklich wie das Wort oder wie die Orakelkarte, innere Stärke suchen. Das macht dieserjenige. Besser kann man es hier nicht zeigen. Innere Stärke suchen. Wo liegen denn die Stärken deines Gegenübers? Wo hat man hier übertrieben? Wo hat man dich verletzt? Kann man das von sich aus stark nennen? Hier macht sich jemand so vielleicht auch Gedanken, dass man sich fragt, waren das wirklich meine Stärken oder habe ich hier meine Schwächen umgesetzt? Das hat alles mit einer Innenschau zu tun. Hier geht man ganz stark rein mit, was habe ich dich verletzt? Warum fehlt mir Königin der Kelche, sagt sich dieser Mensch. Ob Mann oder Frau, ja, warum fehlt mir diese Energie? Warum hat die sich so festgebrannt? Hier ist jemand bewusst, du wolltest doch nur Gutes. Naja, ihr tickt ja wieder hervorragend, dual hier bei mir heute. Auch hier. Die Entscheidung hat wahrscheinlich derjenige ganz stark getroffen. Sollte es jetzt abweichen, dann trotzdem darauf achten, ob das andere noch stimmt. Für mich sehr stark die Entscheidung hat hier doch jemand getroffen und ist sich eben auch bewusst mit dieser Phase, was habe ich getan? Wo geht's für mich hin? Hier hat sich jemand bewusst verabschiedet, trennen müssen. Ansonsten würde man hier nicht die Klarsicht suchen oder die Klarheit finden. Das ist so diese innere Stärke, die der Mensch jetzt braucht und auch durchlebt. Und ich glaube auch nicht einfach so abzutun ist, was hier kein Trost für euch darstellen soll. Aber dieser Mensch muss jetzt hier verstehen, dieses starke Umsetzen muss hier in die Energie rein Ruhe, nachdenken, verinnerlichen. Wahrscheinlich konnte man das immer ganz gut übergehen, diesen Prozess hier mit der Ruhe, weil man sehr... Testosteron oder was auch immer, können ja auch Frauen beinhalten oder haben wir ja auch Testosterone in geringeren Mengen. Aber hier war man sehr auf Ablenken, Ablenken, Machen, 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 ja. Dieses auch sehr provozierende, provokante Wesen, was ihr vielleicht so, ja, vielleicht auch so gesprochen, ja, ziemlich schnell, nicht wirklich ruhig. Angezeigt wird innere Stärke, dieser Mensch befindet sich gerade in der Ruhe, die erstmals so seit langer Zeit auch mal wieder hier reinkommt bei diesen Menschen, um seine Klarsicht oder ihre Klarsicht hier zu holen. Weil man weiß sonst nicht, was liegt vor mir. Dieser Schritt musste sein. Ja, ob man hier wieder irgendwo anders drin hängt oder nicht, dieser Schritt war wichtig für diesenjenigen, um zu erkennen, warum bleibst du hier so im Kopf, warum haben wir uns oft wehgetan, was ist das, was mir weh tut und was ist das, was ich irgendwie auch gar nicht möchte? Das ist das, ja. Warum passt es nicht so richtig? Wer stört? Was stört? Hier gibt es eine Erkenntnis zu sehen, was ist hier störend in diesem Prozess und dafür brauche ich den Rückzug. Nur so kommt dieserjenige in das Ankommen mit sich selbst. 9 der Münzen, das ist ganz wichtig. Hier hat man sich jetzt wirklich vorgenommen, für sich selbst etwas egoistisch zu entscheiden, damit man hier wieder reinkommt. Das scheint lange hier weg gewesen zu sein, dieses
Wohlempfinden, ja, da gehöre ich hin, das ist mein Platz. Da bin ich gut mit mir. Hier geht es nicht unbedingt um andere. Hier geht es um diesen Menschen. Das ist das, was ich fühle. Hier geht es mir gut, ja. Und man ist hier eben auf der Suche mit der Entscheidung, die du erleiden musstest, zu erkennen, komme ich mit dieser Entscheidung wieder hierhin. Auf jeden Fall wird man hier die Verbindung erkennen. Man wird hier eine Verbindung erkennen. Dieser Prozess ist hier tatsächlich wichtig, dass sich der Mensch zurückgezogen hat. Man ist auf der Suche, sich zu hinterfragen, wie stark ist die Verbindung zu uns beiden? Wie stark ist die Verbindung von dir zu mir? War ja hier ein längerer Prozess, den man hier durchgemacht hat, ja? Hier überlegt man, ein langer Prozess. Es ist nicht eine kurzweilige Date-Phase hier wieder gewesen, sondern das ist hier wieder so, es hat uns hier lange was gehalten. Wir haben hier lange etwas probiert aufzubauen, anzufangen, vielleicht mit etlichen Unterbrechungen. Wir mussten oft von vorne anfangen, all sowas, ja. Da ist jetzt hier jemand drin, zu sehen und zu erkennen, wir haben eine Verbindung. Das steht außer Frage, ja. Dein Gegenüber fühlt hier eine Verbindung zu dir. Aber wozu? Wie kann man das halten? Was war das für eine Verbindung? Wofür, ja? War das unverzichtbar? Warum hat das wehgetan? Warum hat es mir trotzdem sehr viel gegeben? Hier ist jemand mit sich selbst auf der Suche nach 10 der Münzen. Also dieser Mensch möchte mit vollem Herzen hier sicher sein, ja? Mit vollem Herzen möchte man hier sicher sein. Hier möchte man auch wieder das Gefühl haben. Und das hat sich so angesammelt, dass ich mir sicher bin, was es war zwischen uns. Als ob man hier selbst auf der Suche ist, warum warst du in meinem Leben? Hier macht man sich Gedanken um das, was sich hier in Hülle und Fülle angesammelt hat. Das kann Wut sein, das können schöne Sachen sein, das können eben dieses, wenn man es jetzt so nehmen würde, was habe ich hier durch dich alles verloren? Ich konnte hier nichts mehr für mich Schönes spüren oder sehr viel draus machen. Es geht hier um Vermehrung, ja, um eine Ansammlung. Hier fragt sich jemand, was wurde hier eigentlich vermehrt? Die Problematik oder wurde es vermehrt die Liebe? Wird jetzt hier gerade vermehrt die Sehnsucht, die Verbindung? Könnte man das alles nochmal von vorne anfangen? Aber das haben wir ja schon alles probiert, sagt sich deinjenige. Jetzt quatsche ich hier auch schon so, als ob hier irgendjemand bei mir drin sitzt. Aber es geht hier um eine Vermehrung. Kann man das Ganze wieder zu einem kriegen, ja? Kann ich das nochmal schaffen? Was hat mir hier am meisten wehgetan? Das Vermehren. Waren es doch mehr die Kummersachen? Konnte ich nicht gut mit der Verbindung und der Liebe von dir gegenüber umgehen? Es ist hier ein Prozess, der mit diesen Menschen mehr im Herzen macht. Ja, weil im Kopf hast du oder hat man einfach auch dieses Empfinden, diese Sehnsucht wieder mal nach... Da wurde auch wieder was entnommen, ja, mit Königin der Kelche. Man sehnt sich nach diesem, warum lässt du mich hier nicht in Ruhe? Ebenso. Warum hast du hier dieses schöne, leidenschaftliche hinterlassen, dieses warme, vertraute, geborgene? Da zieht man sich immer wieder hin, ja, man vermisst dich definitiv immer wieder, aber man muss sich hier diese Ruhe nehmen, um zu erkennen, wenn überhaupt, wie können wir diese Bindung denn so lassen, dass sie nicht nochmal abbricht und dann auf 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 der Münzen kommt? Hier fehlen Schritte von 3 bis 10 Münzen, ja? Und das ist so diese Antwort, die man sich hier selbst stellt. Reicht diese Hülle und Fülle um das Glas, um diese Gedanken mit den Gefühlen, Sehnsucht, Liebe voll zu machen? Schaffen wir das nochmal in diese Fülle zu bringen? Hier macht sich jemand Gedanken, welche Schritte, welche Defizite waren hierfür verantwortlich, dass wir da nicht hingekommen sind. Oder hatte ich das etwa mit dir? Das ist so diese Ansage, die sich dein Gegenüber hier macht. Und man sieht sich hier auch jemand, der zurück möchte in den Status König der Stäbe. Man möchte nach dieser Erkenntnis unbedingt hier was machen und handeln.
Man handelt, wenn man hier angekommen ist, zu erkennen, aktiv. Es bleibt offen, ich sage es gleich, ja, es bleibt offen. Entweder erkennt man hier aktiv, was man selbst versaut hat, welche Mangel ihr euch aufgezeigt habt, oder man handelt aktiv und sagt, okay, wir gehen es nochmal ein. Ich probiere hier irgendwas bei dir ranzukommen. Und auch hier, Entschuldigung, wisst ihr meine Antwort? Standhaft bleiben, wenn ihr merkt, das tut dir hier gerade nicht gut. Sollte hier ein Funken von Schmerz sein, wenn dieser Mensch sich hier gefunden hat mit der inneren Stärke, die ihr vielleicht bei diesem Menschen auch sofort gesehen habt und dachtet eben, als das verschwunden ist, krass, hätte ich niemals gedacht von diesem Menschen, ja? Wenn man hier die innere Stärke wieder gefunden hat und dieser Mensch kommt auf euch zu, warum auch immer, und ihr merkt einen Schmerz mit Angst verbunden oder mit diesem Gefühl, oh mein Gott, jetzt zieht mich da jemand wieder von meinem neuen Weg weg, dann nehmt bitte diesen Impuls ganz, ganz doll wahr, weil eure Impulse sind dafür da, euch zu lenken. Und umso mehr man diese Impulse nicht wahrnimmt und übergeht, verlauft ihr euch und sucht immer wieder den neuen Weg. Ja, das ist so wie, warum hat man Angst? Du musst doch keine Angst haben, jetzt geht es weiter. Angst ist ja ein Schutz für uns Menschen, uns auf etwas einzustellen, uns zu schützen. Bitte darauf achten, warum machst du das nicht, wenn die Impulse hochkommen und du merkst so, ach nee, nicht, dass das dann schon wieder anfängt und ich falle dann wieder drauf rein. Sobald du sowas schon merkst, geh doch bewusst mit deinem Impuls und sag dir, wenn ich jetzt schon davor Angst habe, mich erneut zu treffen oder mich erneut auf eine Kommunikation einzulassen irgendwann, und ich bin jetzt schon so weit vorwärts gekommen, dann probiere doch mal den Schritt in die Richtung, nein, ich muss jetzt meinen Weg laufen. Du hast auch nicht auf mich gewartet, als ich diese Leere in mir hatte. Ja, das ist so, finde deinen Weg, der dich wahrscheinlich noch mehr stärken wird, wenn du über diesen Impuls hinausgehst. Bevor man hier irgendwo in einer Mangelbeziehung stecken bleibt und eventuell das Gefühl bekommt, ich brauche dich, kommt deswegen irgendwann wieder zurück, weil man auch hier wieder diese dramatische Liebe sucht. Und auch da müssen wir hier wieder stoppen, hat was mit Psychologie zu tun, diese dramatische Liebe zu dir. Weil jemand erkennt, jetzt war zu lange Ruhe. Hier sucht ja jemand Ruhe und hat gerade auch Ruhe, ja? Braucht das. Aber du musst dir auch selber bewusst sein, vielleicht willst du jetzt die Dramaturgie für dich nicht mehr in deinem Leben haben und beenden, weil das ja doch immer sehr anstrengend ist für alle Parteien, ja? Für dich, für dein Gegenüber, und du musst hier einfach an dich denken. Die Tendenz deines Gegenübers, wenn man hier... Da hat man schon wieder die Erkenntnis, ja, also hier wird jemand definitiv was ablösen. Das steht außer Frage auf meinem Tisch. Hier wird man eine Entscheidung machen und wird sich auch für etwas Neues entscheiden bzw. das angehen. Man wird sich von alten Verhaltensmustern hier lösen müssen oder auch wollen. Also die Linie, die man jetzt gerade fährt, hält man so nicht aus. Hier wird jemand irgendwo, so wie es jetzt gerade ist, wird man das nicht halten oder machen. Hier hat man sich vielleicht mit dem Abgang was vorgemacht, weil man möchte im Kopf und zieht das auch in der Tendenz tatsächlich durch. Man wird hier bewusst, der Kopf, der heilt sich hier schneller als das Herz. Man wird sich hier bewusst, warum man an dich so oft denkt, weil das war ja auch in der Kopfebene. Ja, man hat hier auch sehr viel aufzuarbeiten, ja. Das ist wieder 10 der Schwerter, dieses, was ist alles vorgefallen, welche Belastungen können wir jetzt aufarbeiten, welche Belastungen müssen wir endlich mal hier angehen,
welche Belastungen hören einfach nicht auf, wenn ich hier das Alte nicht ablöse. Ich muss jetzt mal fair zu mir sein und sagen, ich muss jetzt hier was ändern. Mein Verhalten, mein Denkmuster, meine Strategien, ich muss Strategien vielleicht auch mal weglassen. Ich muss jetzt hier mal da handeln, warum ich dich nicht aus meinem Kopf kriege. Und das wird hier abgelöst. Diese Schwere hat man hier erkannt. Dieses Problem hat man hier erkannt, warum du in diesem Kopf noch drin sitzt. Warum man sich nach der Verbindung fragt. Und wir haben auch hier die neue Welt. Warum sage ich zurzeit die neue Welt? Was ist da mit mir los? Die Welt. Man hat hier schon verstanden, was man hier alles noch übrig hat. Und mit diesen Sachen wird man hier eintauchen in diese neue Phase, in seinen neuen Zyklus hier rein. Man wird hier verstehen, warum man an dich denkt, warum einen das so mitgenommen hat, belastet hat. Wir haben hier, und da ist es eigentlich, wir könnten hier von Grund auf sagen, hier wird jemand die Tendenz kriegen, dich aufzusuchen, die Tendenz kriegen, irgendwann nochmal anzuklopfen, nachzufragen, um das hier ablösen zu dürfen. Hier hat man ein anderes Denkmuster bekommen, man denkt hier anders, ja. Man weiß, du fehlst, und man hat hier mit Ritter der Kelche wieder so dieses provokative Achtung, das will ich, ja. Hier kommt so eine absolute Frische rein, ich bin mir sicher, huch, da will er gar nicht raus. So, seht ihr, so stur sind die Ritter. Ich will hier nachfragen, ich will was erreichen, ich will, ich spüre, ja, ich weiß, ich bin unwiderstehlich für dich, das kann es alles sein. Wir haben hier erkannt, dass man selbst Probleme hatte. Da wird man dir vielleicht irgendwann mitteilen, diese hat man geschafft zu verdrängen, zu entfernen, ja. Man hat hier die Einsicht bekommen, okay, das waren meine Baustellen, ich habe hier dazu beigetragen und habe die versucht abzuarbeiten. Deswegen ist man sich hier auch sicher, dass man vielleicht zu dir zurück könnte, da könntest du schon über alle Ufer sein, ja. Aber man geht hier stark davon aus, dass man hier, wenn man sich neu präsentiert, ich bin mir jetzt sicher, was das für eine Verbindung zwischen uns war, ich habe erkannt, welche Probleme bei mir auf der Seite liegen, dass man hier einfach mal so ankommen kann. Das könnte sehr forsch und auch sehr unfeinfühlig hier passieren, dass du vielleicht irgendwann ein bisschen erschrocken bist und denkst so, machst es dir aber schön einfach. Das ist aber so der Stiltyp, nicht gerade in so eine feinfühlige Rolle zu fallen. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ja? Das ist ja einfach so ein Typus, wo du es schon fast erahnen oder fühlst, dass es hier einem leid tut, wenn man hier so handelt. Wir haben auch hier, Achtung, die Abwegigkeit, ja? Achtung, auch hier könnte es sein, dass jemand zurückkommt und für sich selbst herausfinden muss, noch einmal, ich kann dich nicht vergessen. Egal, was es zwischen uns ist, aber ich kann dich nicht vergessen. Ich kann mich nicht lösen. Dieses Hin und Her, on, off. Es könnte aber gleichzeitig auch sein, dass wenn wir von einem guten Fall ausgehen, und das löse ich jetzt gleich nochmal aus, dass hier jemand sagt, ich weiß, dass es meine Schuld war, weil ich hin und her, ja, ich habe dir keine Sicherheit geben können. Ich war ja hier der schwankende Part. Mal da, mal wieder weg. Mal für eine lange Zeit wunderbar, dann wieder weg. On, off, ja, dieses Ganze. Ich war ja mit mir nicht im Reinen. Das könnte auch die Antwort sein. Ich kläre mal auf für zwei. Ja, das ist hier so, Achtung, Scheinwelt, ja. Bitte hier Vorsicht. Mit Vorsicht. Hier hat vielleicht jemand einfach die Ansicht, mit dir war es ja doch am schönsten. Und das möchte ich nochmal erleben. Aber ob wir das beide zusammen schaffen, ist von etwas Schein geprägt, gerade auch durch Erinnerungen, ja. Also ich sehe hier jemanden, der sich mit dem Kopf ablenkt. Wichtig ist bei der Person, dass das Herz jetzt hier wirklich die innere Kraft findet und man hier zur Erkenntnis kommt, was ihr für eine Verbindung habt, für was diese gut ist in diesem Leben oder war. Der Kopf, der ist oftmals sehr schnell, ja. Hier ist man sehr, oh, genau, die Scheinwelt springt gleich wieder vor. Hier ist man sehr, ja,
rational gestimmt, sehr launenbedingt auch, ja? Von Hü auf Hott, von heute auf morgen. Sowieso keine ruhige Person, ja? Keine ruhige Person. Hier liegt eine Person, die für Stress schon fast sorgt. Kann ich gar nicht sagen, warum. Hier sorgt eine Person für Stress. Im positiven Sinne wie negativen Sinne. Diese Person kann für positiven Stress sorgen, dass man schallend lachen konnte mit dieser Person oder auch wirklich die übelsten Dinge abziehen konnte, die man sich mit einer anderen Person nicht vorstellen kann. Und auch sehr stark für negativen Stress. Und man, also ich denke, hier ist der Kopf einfach das wichtigste Problem, ja. Obwohl man im Herz wahrscheinlich genau weiß, was euch verbindet, geht der Kopf hier mit einem so. Man will immer sehr vieles ablösen, sehr schnell, cuttet, aber irgendwie auch unbedacht, ja. Das ist so, ihr seid im Kopf und man will das dann unbedingt herausfinden. Am Ende des Tages ist aber immer die Gefahr, dieses Abwegige, ja, dass man hier sehr schwankend überhaupt nicht die Balance hinkriegt über diesen Kopf. Dass man hier so handelt, wie wirklich, oh nee, und jetzt hatte ich das wieder und jetzt bin ich wieder weg, weil jetzt ist wieder was anderes. Ja? Also da bitte aufpassen bei der Person. Kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wenn ihr hier Lust habt zu warten. Empfehle ich natürlich nicht. Aber das ist so die Tendenz, die Wahrscheinlichkeit, wie es weitergehen würde, wenn man hier drin bleibt. Ja, wenn man hier drin bleibt, wird man erkennen, nach diesem Abwägen, Königin der Kelche, König der Kelche. Man möchte sich dir angleichen. Man sucht das, was du hinterlassen hast. Man ist zur Erkenntnis gekommen, das wird man immer wieder von dir suchen. Ja? Dieser Mensch schreit nach Liebe, Geborgenheit, Aufmerksamkeit. Ich möchte so sein wie du. Lass uns das ausleben. Aber es sind zu viele On-Off-Dinger hier, ja? Man sehnt sich hier jedes Mal nach diesem, das Königin der Kelche, was du hier im Kopf darstellst, lag leider nur im Kopf. Das ist das, was den Menschen füttert. Und man möchte und sehnt sich danach ständig, immer wieder, ja? Das ist immer wieder diese Sehnsucht nach dir. Ich möchte gefüttert werden. Ich brauche das. Ich kann es eventuell nicht so emotional zeigen, wie du es gerne hättest, aber ich brauche die vollwertige Seite und das konntest du nur mir geben. Und das war aber auch gleichzeitig die Tücke, ja? Dieser Schrei, diese Sättigung nach, dir kann ich vertrauen, du gibst mir das, aber gleichzeitig kann ich auch wieder so werden. Und die Kombination ist einfach so, also die ist ja wirklich nicht mal abwegig, sondern sehr stimmungsschwankend, ja? Du hast hier jemanden, den du selber nicht verstehst. Und das ist das Problem. Dieser Mensch versteht sich wahrscheinlich selbst auch nicht. Das kann verschiedene Ursachen haben hier in dieser Anlage. Ich denke hier trotz allem, wenn wir ohne die Karten realistisch zueinander sprechen, probiert immer Kommunikation. Sollte eine Kommunikation nicht möglich sein, dann wäre auch zu diesem Zeitpunkt keine Aufklärung der Kommunikation möglich, ja? Also, ich meine, wenn sich jemand entzogen hat oder euch blockiert hat und die Kommunikation von keiner Seite ohne Stolzfrage mehr möglich wäre, dann würde hier eine Kommunikation gerade auch gar nichts bringen, selbst wenn ihr entblockt wärt. Dieser Mensch wäre kommunikativ hier nicht bereit, euch die Antworten zu geben oder die Lösungsansätze, dass es was werden könnte. Wenn sich jemand rauszieht aus dieser Situation, dann schreit nicht danach, man hat mir die Kommunikation genommen, sondern seht es so als, okay, es würde hier in dieser Kommunikation, wenn sie stattfinden würde, nichts Gescheites rauskommen, weil dieser Mensch gerade nicht kommunikativ sein kann, möchte, vielleicht lügen würde, selbst nicht weiß, was er sagen möchte, selber sich nicht traut, was er sagen möchte, Ruhe braucht.
Und auch wenn ihr da diese Sache nicht versteht oder auch sehr enttäuscht und verletzt seid, ist das die ehrlichere Antwort, wenn sich jemand entzogen hat, als wenn ihr hier jemanden hättet, von dem ihr das Spiel unendlich in der Spirale hier auf verschiedenen Ebenen kriegen würdet, ja, die total unehrlich ablaufen würde. So, ich ziehe mal für dich, damit du hier wieder reinkommst, damit du mir hier nicht verschwindest in der Linie, deine Auffangkarte für die letzten Minuten Abenteuer. Raus mit dir, ja? Mit der Quersumme 5. Die 5 fällt aber sehr oft. Abenteuer. Vielleicht ist es auch das wieder, wir hatten ja vor kurzem das Dopamin-Thema. Sind es eben diese Aktionen, die dich dran festhalten? Drama, Drama, Action, ja, ich brauche was, weil ich nichts anderes habe, was ich gegenstellen kann, um mein Adrenalin, Dopamin, meine Hormone anders zu kompensieren, anders rauszulassen. Abenteuer, das ist so die wichtigste Message. Geh raus und lasse deine Kraft, dein Lachen sowie Freude, Negatives wie Positives woanders raus, aber bitte nicht in dieser Verbindung drin. Für dich ist ganz, ganz wichtig, dass du wahrscheinlich wirklich Abenteuer brauchst. Dir wird hier mitgeteilt, du bist ein Mensch, der braucht Drama, Action. Dir reicht nicht nur so dieses Ruhige, obwohl ja alle immer schimpfen. Mann, der war so und mit der Frau konnte ich nicht. Aber wenn es dann zu ruhig abläuft, dann fehlt ja eben dieses, der Kick, ja, der Kitzel, so, hä, ist voll langweilig, so, ja, pff, ist einfach lieb, ja, der beste Mann, der ist so lieb zu mir, ich liebe ihn für das Sein, aber da fehlt alles, ja, die Funken sprühen nicht und das ist das, was du mit einem ruhigen Part, der vielleicht für dich doch die bessere Wahl wäre, einfach machbar, indem du hier dein Abenteuer woanders suchst und nicht in Strapazien Sachen Liebe oder Mangelaufwertung oder Mangelbewertung, ja. Das ist so ganz wichtig. Such dir ein Abenteuer, wo du deine Action rauslassen kannst. Wie wieder Sport, wie irgendwo, geh einen Tag weg, wenn du Freundinnen hast. Oder, ja, mach dir irgendeinen Plan. Ich weiß, ist immer leicht gesagt, aber es tendiert einfach in deine Linie, dass du hier die Karte sagen möchte, du brauchst woanders Theater, aber nicht unbedingt in einer Partnerschaft, ja, oder bei jemandem, wo du nicht mehr rauskommst, wo du gefangen bist, weil du eben da immer nur dein Abenteuer findest. Ist ja irgendwann nicht mehr gesund, nur noch Stresshormone zu entwickeln und die freizusetzen. Irgendwann drehst du ja vollkommen am Rad, da hast du ja keine Kraft mehr, ihr Lieben. So, folgende Situation, hättet ihr Engelchen und ihr interessiert euch für die Engel, was würden die Engelchen sagen zu der kompletten Situation? Struktur entwickeln, auch passend für Abenteuer. Anderes hat Vorrang, natürlich, nämlich du oder auch das für das Abenteuer betreffend. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Naja, aber klar. Rein hier. Abenteuer woanders suchen, aber nicht bei dem Menschen, der nicht mehr an deiner Seite ist und wo sich das Abenteuer wirklich nur noch so unerfüllt anfühlt, ja. Du bist ja wirklich gleichzusetzen ständig mit dem Narren vielleicht, der auf seinem Weg ist und immer nie weiß, was kommt denn jetzt als nächstes. Aber ich gehe mal vorwärts, ja. Dieses Abenteuer, fall ich oder schaffe ich es, die Klippe doch zu laufen und ordentlich meine Sachen einzusetzen, die ich mir vorgenommen habe. Das ist ganz wichtig, ja. Diesen Narrenweg nicht verkörpern, als dass du der Narr hier ewig bleibst. Du musst vorwärts laufen. Mua, mua, mua. Danke, war heute mal wieder eine Stunde 18, ich sehe das gar nicht, meine Augen sind noch ein bisschen schleierhaft. Schleierhaft ist hier sowieso sehr viel. Tschüssi.